Strohfeuer als Vata-Prinzip. Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Ayurveda-Podcasts. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Heute beginne ich eine neue Reihe von Vorträgen über Ayurveda, indem ich über verschiedene Charaktereigenschaften spreche, verschiedene Tugenden und Schattenseiten des Menschen und was das mit Ayurveda zu tun hat. Heute will ich sprechen von Strohfeuer. Strohfeuer hat ja Feuer, da würde man annehmen, das hat etwas mit Pitta zu tun, denn Pitta ist Feuer. Aber eigentlich ist Strohfeuer ein Vata-Prinzip. Vata ist das Luftprinzip. Vata bedeutet schnell etwas beginnen und schnell wieder aufzuhören. Natürlich, es gibt verschiedene Aspekte des Vata-Elementes, aber Vata ist unter anderem auch Strohfeuer. Also, angenommen, du bist mit einem Menschen umgeben, der hat ein Vata-Temperament, dann sei dir bewusst, der wird öfters von etwas begeistert sein und schnell die Begeisterung auch wieder verlieren. Angenommen, du bist ein Pitta- oder Kapha-Temperament, dann wirst du das vielleicht nicht verstehen. Du wirst vielleicht denken, wieso hat er gestern noch gesagt, wie toll das ist und dass man es unbedingt umsetzen kann und heute tut er nichts mehr dafür. Strohfeuer. Wenn du selbst ein Vata-Typ bist, dann kennst du das. Du wirst dich schnell begeistern für etwas und schon am nächsten Tag spielt es keine Rolle mehr. Andere werden dich deshalb öfters dich dafür schimpfen. Sie können haben damit Schwierigkeiten, damit zurechtzukommen. Ein gewisses Strohfeuer, kurzfristige Begeisterung zeichnet also den Vata-Typen aus. Angenommen, du bist ein Vata-Typ, was machst du dann? Ich habe ja schon einen anderen Vortrag gegeben, Umgang mit Strohfeuer in anderen. Aber angenommen, du bist jemand, der öfters schnell begeistert ist und dann schnell die Begeisterung verliert. Zum einen sei dir durchaus bewusst, das ist eine Zumutung für andere. Es ist gut, sich bewusst zu machen, ich bin eine Zumutung für andere. Dann sei dir aber auch bewusst, ich bin nicht nur eine Zumutung für andere, sondern ich bin auch jemand, der etwas Besonderes beizutragen hat. Denn ein Strohfeuer kann ja auch helfen, dass dann anderes Feuer entzündet. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die öfters mal neu entflammen für etwas. Wenn dann der Pitta-Typ zum Beispiel dabei auch Feuer fängt, der sorgt dafür, dass es langfristiger ist. Und der Kapha-Typ sorgt dafür, dass es irgendwo auf gute Weise langfristig umgesetzt wird. Es braucht Strohfeuer. Aber es ist auch gut, an mehreren Stellen mal ein Strohfeuer brennen zu lassen und dass es dann nicht zum dauerhaften Feuer wird. Man kann sagen, das Strohfeuer des Vata-Prinzips ist wie kleine Versuchsballons starten. Bevor man etwas Großartiges beginnt, ist erstmal gut, kleinen Versuchsballon starten. Wenn man feststellt, das kleine Experiment bringt etwas, dann kann man sagen, dann kommt der Pitta-Typ ins Spiel. Der sagt, wir probieren es mal in größerem Maße. Und wenn man es dann in größerem Maß mit Enthusiasmus und Begeisterung und viel Energie und Durchsetzungsvermögen, Leistungsbereitschaft macht, dafür ist der Pitta-Typ da, dann muss es nachher langfristig in geordnete Bahnen so umgesetzt werden, dass es dauerhaft funktioniert. Das ist die Aufgabe des Kapha-Typen. Daher, wenn du jemand bist, der immer wieder Strohfeuer hat, sei dir dessen bewusst, da ist vielleicht deine Aufgabe. Sei dir auch bewusst, manchmal ist es gut, den Pitta-Typen ins Boot zu holen und manchmal braucht es den Kapha-Typen. Sei dir auch bewusst, dass du in gewissem Maße eine Zumutung für andere bist, die nicht jedem Strohfeuer sofort folgen. Und wenn du jemand bist, der schnell begeistert ist und andere deiner Begeisterung nicht folgen, dann sei dir einfach bewusst, ja, du bist eben etwas anders als andere. Du bist ein Vata-Typ. Und der Vata-Typ hat eben die Fähigkeit zum Strohfeuer. Andere haben das nicht und das ist auch gut. Das ist ja eine der Besonderheiten im Ayurveda. Unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Und verschiedene Menschen haben verschiedenes Wichtiges einzubringen.